Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin gerade hier im Paranel Police, Institut für Kryptoanarchie nennt sich das. Und hier gibt es Bitcoin. Hier kann man auch mit Bitcoin bezahlen. Ja? Also hier gibt es ein Café. Ja? Gibt es auch leckere Kuchen, den man hier kaufen kann und ein Café. Und hier ist eine Maschine, an der man sich Bitcoins kaufen kann. Ja? Man gibt hier seine Euros rein oder seine tschechischen Kronen und bekommt Bitcoin dafür. Und Bitcoin zu bekommen, braucht man natürlich ein Bitcoin-Konto. Und dieses kann man sich hier ausdrucken. Da drückt man auf diesen Knopf hier. Und dann druckt das Gerät ein Bitcoin-Konto aus. Ja? Man hat dann ein eigenes Konto. Das ist eigentlich nur ein QR-Code. Ja? Das ist eigentlich nur ein QR-Code. Er druckt jetzt aus. Ja? Die Maschine druckt jetzt ein Public Key und ein Private Key. Das sind Schlüssel. Ja, es sind zwei Schlüssel. Das hat mit Kryptographie zu tun. Na, dass ich das jetzt kaputt gemacht habe. Alles heil geblieben. Genau, und ich habe jetzt hier ein Bitcoin-Konto. Ja, und das sind im Prinzip nur zwei Muster, zwei QR-Codes, zwei Schlüssel, einfach eine Folge von Zahlen. Und damit könnte ich mir jetzt hier Bitcoins kaufen und das aufladen. Und dann hätte ich Bitcoins auf meinem Konto und mit diesen Bitcoins könnte ich dann hier im Café bezahlen. Ja? Also Bitcoin ist einfach eine Währung, die auf Kryptographie basiert. Ja? Ich finde es super spannend. Ja? Und das wollte ich euch nur kurz zeigen. Hier im Paranel Police in Prag. Yes. Tschüss. Bye.